Bei Ein Mensch 100 Games, Platz 57. Nachdem schon in der vorangegangenen Folge mit Bulb Boy ein etwas schräger Indie-Titel präsentiert wurde, geht es diesmal auf die Reise ins Innere des Körpers. Membrane sieht merkwürdig aus, ist aber ein sehr rundes und im Grunde fehlerfreies Spiel, das vielleicht etwas zu kurz und zu leicht ist. Es ist ein ulkiger Puzzle-Plattformer mit analogen Rätseln. Das sind solche, bei denen es eben nicht die eine klare Lösung gibt. Stattdessen muss man sich die Lösung immer ein bisschen zurechtbiegen, hier ein bisschen drücken, da ein bisschen quetschen. Andere Beispiele solcher Spiele sind World of Goo, bei dem das prima funktioniert, weil man sich wie ein cleverer Tüftler fühlt, und die Trine-Reihe, die es aus meiner Sicht gar nicht gut macht, weil man permanent das Gefühl hat, sich an der eigentlichen Lösung vorbeigewurstelt zu haben. Überhaupt ist World of Goo vielleicht sogar der beste Vergleich, der mir einfällt, zu Membrane. Man steuert ein Männchen durch das Innere eines Menschen von Körperteil zu Körperteil und verschießt kleine Blöcke, die an den meisten Oberflächen haften bleiben. Die Blöcke lassen sich auch wieder auflösen und einsammeln und sie sind pro Level in ihrer Gesamtzahl begrenzt. Und mit diesem endlichen Vorrat an Blöcken muss man in den Ein-Screen-Levels Brücken bauen, Objekte bewegen, sich selber hochschieben und Stromverbindungen herstellen, ohne diese zu berühren. Das Herumexperimentieren und Suchen nach einer gangbaren Lösung für das jeweilige Problem könnte zwar noch etwas fordernder sein, ist aber doch sehr befriedigend. Und aus dem sehr einfachen Spielprinzip wird super viel rausgeholt und zum Schluss gibt es dann auch noch eine kleine lustige Pointe, die aufdeckt, wer man eigentlich ist und was man in diesem Körper tut. Achtung, schlimmer Spoiler, man ist ein Nervenimpuls, der vom Gehirn startet und den Weg zum Arm finden muss, um sich zu kratzen. Es gibt dem Spiel einen sonderbar befriedigenden Abschluss. Schade fand ich, dass die 100%, die ich sehr gerne geholt habe, überhaupt keinen Unterschied machen. Es gibt nicht mal eine Einblendung oder irgendein Hurra. Hinzu kommen völlig sinnlose Sammel-Items, die im Startbildschirm angezeigt werden, aber keinerlei Nutzen haben und immer an sehr gut erkennbaren Stellen durch das Durchlaufen einer Wand erreichbar sind. Membrane ist oft für 99 Cent zu haben und deshalb ist der Kauf ein No-Brainer. Viel Spaß damit! Die nächste Folge widmet sich dann einem dreisten Klon eines sehr bekannten Spiels. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche eine leckere nächste Mahlzeit.